Guten Abend, schön, dass Sie heute bei uns sind. Es ist Zeit für ein paar kritische Fragen, aber erst einmal zu dem Film Ulrich Wickert. Was da zu sehen ist, also zum Beispiel Journalisten verabreden sich zur Hetze gegen einen Politiker oder eine Politikerin. Ist Ihnen das in Ihrem langen Berufsleben auch vorgekommen? Das gibt es immer wieder, das ist keine Frage, dass man sagt, also da wollen wir jetzt mal doch jemanden in die Ecke stellen, dann denkt man sich etwas aus. Es gibt dann auch immer einen Grund natürlich, weswegen man macht. Wir haben es ja insbesondere dann im Fall Christian Wulff gehabt, wo man gesehen hat, er hat natürlich den Anlass dazu gegeben, ist gar keine Frage, nicht wahr? Er musste dann auch zurücktreten, weil die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen ihn eröffnet hat. Wobei das Interessante ist, dass die Staatsanwaltschaft sich eigentlich auf Recherchen der Presse gestützt hat, die aber keinen Fundus hatten. Aber die Parallele ist ja da. Am Ende konnte man ihm jedenfalls nichts Gerichtsnotables vorwerfen. Aber der Ruf war zerstört. Aber glauben Sie, ist es realistisch, dass sich mehrere Medien gleichzeitig sozusagen verschwören und sagen, den machen wir jetzt fertig? Also ich würde sagen, dass die sagen, wir machen den jetzt fertig, das verabredet man nicht. Sondern das ist etwas, was dann passiert. Also wir haben das im Falle Wulff ja ganz gut gesehen, dass die andere Presse draufgesprungen ist. Es gab aber immer wieder Anlässe, die Wulff gegeben hat. Wenn er anders reagiert hätte und nicht eben immer so, ich habe recht oder in Details Dinge gesagt hat, die dann wieder fragwürdig gewesen sind, dann hätten die anderen das wahrscheinlich nicht gemacht. Die andere Seite ist die, dass Journalisten sich im Prinzip vor den Karren der Politik spannen lassen. Das ist quasi das zweite Thema dieses Films, diese Mauschelei. Wie oft hat in den 15 Jahren Tagesthemen bei Ihnen Bonn oder Berlin angerufen und gesagt, Herr Wickert, wir möchten, dass Sie so oder so berichten? Kein einziges Mal. Ich habe einmal den Fall gehabt, dass ein Minister mich anrief, und zwar Norbert Blüm, sich darüber beschwerte, dass wir abends Herrn Lambsdorff genommen hatten zum Thema Pflegeversicherung, der da sein absoluter Gegner war, und sagte, Herr Wickert, wie können Sie das machen? Ich springe aus dem Fenster. Und dann habe ich geantwortet, Herr Blüm, ist nicht schlimm, ich weiß, Sie wohnen im ersten Stock. Hat er gelacht, damit war die Geschichte vorbei. Aber es hat kein einziges Mal jemand bei mir angerufen und gesagt, wir wollen es so oder so haben. Was nicht heißt, dass es nicht passiert. Also ich glaube, dass die Politik Einfluss nimmt auf die Medien, das wissen wir. Insbesondere wissen wir es ganz klar in dem Fall von Nicolas Brender, dem ZDF-Chefredakteur, der nicht verlängert wurde, weil die Politik ihn zu kritisch fand. Das ist ganz klar, dass also besonders der Ministerpräsident von Hessen, damals Herr Koch, eben alles getan hat, damit er es nicht wird. Und man sagt auch, das Kanzleramt hatte auch ein großes Interesse, dass er es nicht wird. Warum? Weil er völlig unabhängig gewesen ist. Das heißt, er hat den Druck, der dann auch aus den Gremien des ZDFs kam, die eben so politisch besetzt gewesen sind, wie es nicht richtig war. Denn das Verfassungsgericht hat dann ja auch eine Neubesetzung der Gremien verlangt. Wobei ich heute immer noch der Meinung bin, es sind zu viele Politiker in diesen Gremien. Also Sie meinen, der Einfluss ist eher so rum, ja. Aber nicht, dass einer jetzt kommt und sagt, ich habe hier einen Artikel geschrieben, dann können Sie eigentlich so veröffentlichen, der ist auch ganz gut. Nein, so einfach ist es nicht. Frau Lengsfeld, Sie kennen beide Seiten. Sie waren 15 Jahre im Bundestag, sind jetzt eben Autorin. Haben Sie mal als Bundestagsabgeordnete versucht, einen Journalisten auf Ihre Seite so zu beeinflussen, dass er das geschrieben hat, was Sie ihm in den Blog diktiert hatten? Nein, ganz bestimmt nicht. Das hätte auch zu gar keinem Ergebnis geführt. Aber umgekehrt habe ich das schon erlebt, dass ein Chefredakteur eines Boulevardblatts zu mir gesagt hat, also pass mal auf, Mädchen, ich schreibe dich so runter, dass du dir hinterher nicht mehr in den Spiegel gucken kannst. Wer hat denn so eine? Dann habe ich ihm gesagt, woher wissen Sie denn, dass ich das lesen werde? Na, das musst du dann lesen. Ich gesagt, nein, ich werde das einfach nicht lesen. Schluss. Chefredakteur einer Boulevardzeitung? Ja, einer Thüringer Boulevardzeitung. Und der hat Sie geduzt? Naja, die haben sich damals, ich weiß nicht, ob sie sich das heute noch trauen würden, damals, vor 20 Jahren, haben Sie sich das noch getraut. Also das heißt, also Sie haben das erlebt von der einen Seite, Sie haben aber jetzt, gehören Sie zu den Kritikern tatsächlich und sagen doch, die Journalisten lassen sich von der Politik vereinnahmen, wenn nicht so, wie wir es jetzt im Film gesehen haben, also mit einer direkten Anweisung, wie denn dann?
Also erstmal denke ich das nicht nur, sondern nach einer Studie des Bayerischen Rundfunks denken das 3/4 der Leute, die befragt worden sind. Und ich denke, das ist ein ziemlich realistisches Bild. Und man kennt ja diese Runden, wo man sich abends trifft, die Journalisten und die Politiker. Man weiß voneinander, man kennt sich, man kommuniziert. Und natürlich wird da vielleicht nicht mit direkten Anweisungen, aber so wie Katrin Göring-Eckardt das kürzlich im Stern beschrieben hat, wir leben alle in einer Blase, wir kommunizieren miteinander. Und dann kommt natürlich auch ein gleichförmiges Ergebnis dabei raus. Wir wollen das heute vertiefen. Ich würde gerne dazu sagen, dass wir heute live auf Sendung sind. Das heißt also, auch Sie können uns erreichen über Facebook mit Ihren Kommentaren. Drei Kommentare, die uns schon vor der Sendung erreicht haben, würde ich gerne schon mal zitieren. Das ist einmal Julian Nowak. Er sagt, bestimmte Themen werden in Deutschland grundlegend tabuisiert, weil sie unbequem und politisch nicht korrekt sind. Mick Knoki, hoffentlich spreche ich das richtig aus, sagt, die meisten Journalisten kommen ihrer Aufgabe, objektiv zu berichten, nicht mehr nach. Die meisten von ihnen verbreiten ihre persönliche Meinung und wollen erziehen. Und Ralf Weinert Hagenbuchner schreibt uns, ARD und ZDF wirken wie der verlängerte Arm der Bundesregierung. Das sind viele Vorwürfe, einige positive Zitate haben uns auch erreicht. Aber natürlich reden wir über das, was nicht gut läuft. Und das ist seit einiger Zeit, 2014 war es das Unwort des Jahres, unter so einer plakativen Überschrift zu finden. Und die heißt Lügenpresse. Herr Radke, herzlich willkommen. Sie sind uns aufgefallen, weil Sie tatsächlich den Kollegen vom Monitor auch genau mit diesen Dingen ein Interview gegeben haben. Wann oder seit wann haben Sie denn das Gefühl, dass die Berichterstattung nicht mehr so läuft, wie Sie das gerne sehen würden? Ja, zunächst geht es erstmal nicht nur mir so, denke ich, sondern Hunderttausende, Millionen Menschen im Land. Da stehe ich sicher nicht alleine. Und ich denke mal, das ging ungefähr so vor 6 Jahren nach 2010 ungefähr los, dass man das Gefühl hat, es ging erst mal über die Parteien, dass sich das immer mehr egalisierte und sich eine Einheitsmeinung rausgebildet hat. Man konnte wirklich bloß noch partiell Unterschiede sehen, aus meiner Sicht. Und sicher, die Grünen werden sich mehr um die Umweltthemen kümmern, die Linkspartei mehr um die sozialen Themen mit der SPD, die CDU war dann mehr so die konservative Seite. Aber in gewissen Fragen, wie dann nachher die EU-Politik denn aufkam, wo dann die ersten Zweifel daran kamen, war es dann doch so, dass da auf einmal alle aus einem Rohr gesprochen haben. Die Euro-Geschichte. Die Euro-Geschichte. Und das ging dann natürlich auch über die Medien. Und da hat man festgestellt, es fehlt eigentlich wirklich im Wesentlichen die Kritik daran. Aber das finde ich interessant, was Sie sagen. Sie haben nämlich gesagt, es beginnt in dem Moment, in dem wir politisch gar keine sozusagen klare Meinungen mehr haben, sondern alles ein Brei wird. Also die CDU ist nicht mehr die klare CDU, sondern wird durch Frau Merkel sehr in die Mitte gebracht. Die SPD ist nicht mehr die Partei, die einfach klare Positionen vertritt, sondern auch wischiwaschi ist. Das finde ich sehr interessant. Das heißt, Ihnen fehlt grundsätzlich die klare Position, nicht nur in den Medien, sondern in der Gesellschaft. Die Differenzierung fehlt mir. Die Differenzierung zwischen den Parteien. Das ist für mich alles mehr oder weniger jetzt doch ziemlich zusammengerückt. Und die CDU ist aus meiner Sicht nicht bloß in die Mitte gerückt, sondern links der Mitte gerückt. Damit ist ein Vakuum, wenn ich das noch sagen darf, entstanden auf der rechten Seite der Mitte. Und dieses Vakuum hat dann 2013 mit der Gründung der AfD auf einmal eine Ausfüllung bekommen, die für mich persönlich das Gefühl erzeugt hat, es hat jemand das Fenster aufgestoßen und dieser Mief, der Einheitsmief ist auf einmal raus und es ist eine neue Alternative entstanden. Sie haben ja auch, Sie sind Busfahrer in Berlin, Sie sind mittlerweile Mitglied auch der AfD und Sie sind bei Pegida mit marschiert. Haben Sie bei der Berichterstattung über eben, also den Euro haben Sie ja schon gesagt, das war sozusagen einheitlich, was wiedergegeben wurde. Auch die Berichterstattung über Pegida, war das auch so, dass Sie gesagt haben, Lügenpresse?
Darf ich erst mal darum bitten, dass Sie beachten, dass ich nicht marschiert bin. Entschuldigung, das ist nicht, da geht es nämlich schon mal los. Ne? Und zwar, wenn man auf Demonstrationen geht, kann man marschieren. Das man ist kann, aber das sind Demonstrationen, denen ich nicht unbedingt folgen würde. Ich bin da doch mehr für den gemächlichen Schritt und nutze auch die Gelegenheit, mich dann mit den anderen Mitdemonstranten, wenn man so sagen darf. Ich habe früher selber demonstriert. Ich nehme es Ihnen insoweit nicht übel. Aber es ist ein typischer Ausdruck, der von den Medien verwandt wird und der gleichzeitig einen diskreditierenden Touch hat, bis hin, dass man das auch in eine nicht so schöne Zeit unserer Geschichte überspielen kann. Habe ich jetzt so nicht gemeint, aber ich verstehe den Einwand. Da möchte ich mich gegen persönlich verwarnen. Und werde jetzt sagen, Sie sind also mitgelaufen. Aber was mich wirklich interessiert ist, wenn Sie Lügenpresse sagen, meinen Sie damit tatsächlich, dass die Gesamtheit der Presse lügt? Die Lügenpresse, das Wort ist ein Schlagwort. Das muss man differenzieren und aufsplitten. Da sehe ich zum Beispiel einen großen Teil Realität, der berichtet wird, selbstverständlich, der allergrößte Teil. Was die Sache dann schwieriger macht, ist, dass auch Halbwahrheiten untergemischt werden, bis hin zu Unwahrheiten. Weiterhin wird dann tendenziell berichtet und daraus ergibt sich dann letztendlich, dass man das Gefühl hat, dass da eine Meinungsmanipulation stattfindet. Und ich sage mal, es gibt Menschen, die spüren das vielleicht etwas früher, es gibt Menschen, die spüren es etwas später und es gibt Menschen, die spüren es nie. Also ich finde eins interessant. Erstmal sagen Sie, im Großen und Ganzen wird die Realität abgebildet. Dann gibt es Dinge, wo Sie sagen, da werden Tendenzen abgebildet. Und dann gibt es auch Unwahrheiten. Haben Sie Beispiele dafür? Absolut. Also ich hätte Moment, ein Beispiel dafür. Aber erstmal noch Herr Radke und dann Sie. Herr Radke erst. Also nehmen wir mal, weil Frau Maischberger fragte nach Halbwahrheiten erstmal bei Pegida. Ne? Da nehme ich immer auf jeden Fall, was mir sofort einfällt, ist dieser berühmt-berüchtigte Galgen. Es wäre natürlich jetzt vermessen zu sagen, es war eine Lüge, denn der Galgen war definitiv da. Der bestimmt war, ich glaube, für Merkel und für Gabriel. Gabriel, weil fragen Sie mich nicht, ich habe ihn nicht angefertigt. Aber es standen irgendwelche Zettel da dran. Wir stellen fest, es war eine Einzelperson gewesen bei Pegida, der diesen Galgen führte. Wir stellen fest, Kameras waren um diesen Galgen rum. Ich war bei dieser Demo dabei, stand vielleicht ungefähr, wenn man es später in den Medienberichten sehen konnte, circa 15 Meter links von diesen ominösen Galgen, habe ihn aber selber überhaupt nicht wahrgenommen, selbst aus der Entfernung. Es ist, hat sich nachher herausgestellt, ein Lattenjurist gewesen von 3 x 5 cm in 1,20 Meter Höhe, wo diesen bestimmten Zettel mit diesen Namen da drauf standen. Und die Kameras waren so positioniert, man sah es von unten hochgefilmt, dass dieser Galgen aussah, also das hätte der französischen Revolution wirklich Ehre getan. Also so muss man es mal sagen. Er war vollkommen praktisch demonstrativ so dargestellt worden und gleich abends in der Tagesschau. Zusätzlich. Aber es gab ihn. Es gab ihn unstrittig. Ja, aber es gab zeitgleich den Galgen bei der TTIP, der gerollt werden musste, so groß war er. Und das war nicht der ebenso thematisiert worden ist. Und ich möchte jetzt mal ein bisschen dazwischen gehen und diese Opferinszenierung, diese Selbstopferinszenierung von Herrn Radke durchbrechen. Also das erste Mal. Das erste Mal. Aber sie tun halt so. Das ist ja auch ein ganz klassisches rechtes Narrativ. Wir sind die Opfer, wir müssen endlich zurückschlagen. Das Problem, was hat er überhaupt nicht gesagt. Zum einen haben wir. Zum einen haben wir hier, wenn Sie von Gleichschaltung reden, dann wissen Sie, glaube ich, nicht, was das bedeutet, gerade im Kontext der deutschen Geschichte. Das haben wir im Moment überhaupt nicht. Und ich bin der Erste, der die Medien kritisiert, habe ich schon ganz oft gemacht, habe ich auf ganz vielen Plattformen getan. Da ist viel falsch, da bin ich sofort dabei. Aber ich halte es im Kontext der Lügenpresse für eine Unverschämtheit, wenn Sie gleichzeitig Lügenpresse sagen und im Nachgang differenzieren wollen. Der Begriff Lügenpresse ist das Gegenteil der Differenzierung. Natürlich müssen wir differenzieren. Aber wenn Sie sagen, ja, wir müssen Lügenpresse schreien, wir schreien Lügenpresse, dann können Sie sich nicht beschweren, wenn Sie mit diesen Galgenleuten in einen Topf geworfen werden. Das ist mein grundsätzliches Problem. Frau Lengs. Also ich würde mal gerne ein anderes Beispiel geben. Da muss man bloß in ich weiß nicht, ob es der letzte Stern oder der vorletzte Stern war, wo ein Herr Willenweber eine Reportage über Sachsen gemacht hat.
Wenn ich in Sachsen Ministerpräsidentin wäre, ich würde ihn sofort auf Schmerzensgeld verklagen. Denn nichts, aber auch wirklich nichts, was er dort in diesem größeren Stück über Sachsen, das angeblich braune Sachsen, geschrieben hat, stimmt. Ja, also, was ist und falsch? Ich sage, was ist falsch? Und da war alles falsch. Also er hat verschiedene Ereignisse aufgezählt, die angeblich beweisen sollten, dass Sachsen ganz braun sind. Und keines dieser Ereignisse ist so gewesen, wie er das dort dargestellt hat. Aber zum Beispiel der junge Asylbewerber, der in Dresden zu Tode gekommen ist, wo dann in der Nicht-Lügenpresse stand, erster Pegida-Toter. Ne? Und dann hat sich herausgestellt, er ist von einem Mit-Asylbewerber ermordet worden. Ach so, der. Herr Willenweber im Stern stellt das wieder ganz verzerrt dar. Zum also Beispiel Sie sagen, Bautzen, die dortigen Randalen hatten ihren Ausgangspunkt am Kornmarkt von jugendlichen Asylbewerbern. Kürzlich noch ein drittes Beispiel in Schmölln. Das ging auch durch alle Medien. Da hat ein junger Asylbewerber Selbstmord gemacht am Ende. Es ist der dann, aus dem Fenster gesprungen ist. Ja, der aus vom Dach gesprungen ist. Da hieß es sofort, dort hätte sich ein Mob angesammelt, der ihn ermuntert hätte, endlich zu springen. Es hat jemand aus dem Heim gesagt, sie hätte gehört, dass jemand gesagt hätte, spring doch. Am Ende stellte sich raus, das war eine einzige Frau. Aber und das die hatte ich, das auch nicht selber gehört. Aber das habe ich aber auch so gelesen. Die hatte das also, am Ende. Ja. Am Ende. Ja. Ja, am Ende ist es dann korrigiert worden. Aber erstmal sind alle aufgesprungen. Mhm. Und dann sage ich, es ist aus Sebnitz nichts gelernt worden. Sie erinnern sich vielleicht dieses Sebnitz war 2000, Sebnitz war der Junge, der angeblich von einem rechtsradikalen Mob mitten im Schwimmbad ertränkt worden sein soll und alle Sebnitzer sollen zugeguckt haben. So. Das Frau ging Lenkler, über eine Woche. Man muss die Geschichte zu Ende erzählen, damit man sie versteht. Stellte sich, also der Herr Biedenkopf war da, Herr Schröder war da, sich heraus, der Junge hat eine Herzattacke gehabt und der rechte Bob war nicht weit. Aber eine Woche lang wurde gesagt, dass Sebnitz ein braunes Nest sei und alle Sebnitzer zugeguckt hätten, wie dieser Junge ertrunken ist. So, ist das Lügenpresse jetzt mal im Ernst, Herr Lobo? Wenn man sieht, dass die Wirklichkeit tatsächlich erst mal so dargestellt wird, das ist ja ein schwerwiegender Vorwurf. Das ist auf jeden Fall ein Fehler. Und ich glaube, dass man solche Fehler auch kritisieren kann und sogar muss. Sie glauben, es ist keine Absicht dahinter, wenn Sie sagen, es ist ein Fehler? Der Begriff Lügenpresse, hinter dem steht ja der Vorwurf einer Verschwörung. Da steht ja dahinter, dass die sich alle verabreden und die Realität völlig anders darstellen. Aber wir müssen doch wo kommt das her? Genau, wo kommt das her? Das ist ja alt, der Begriff. Und ich halte nun interessanterweise... Der kommt doch aber eigentlich von autoritären Parteien. Absolut. Von den Faschisten, die haben es benutzt gegen die kritische Presse. Und die Kommunisten haben es benutzt gegen die kritische Presse. Absolut. Das heißt, das ist richtig. Ganz alt. Aber ich würde hier ein ganz wichtiges Datum, was Herr Radke eben selbst gesagt hat, mit hineinbringen. Er hat von 2010 ungefähr gesprochen. Es ist in meinen Augen kein Zufall, dass 2010 in Deutschland auch das Jahr war, in dem die sozialen Medien groß geworden sind. Wo also neben der Öffentlichkeit in den klassischen redaktionellen Medien auch eine Gegenöffentlichkeit angefangen hat, sich zu entwickeln. Und diese Gegenöffentlichkeit in den sozialen Medien, so sehr ich sie selbst liebe und so großartig ich sie finde, die wird im Moment sehr drastisch bedient durch die Rechte und die Rechtsextreme. Aber jetzt muss ich trotzdem noch mal Sie bitten, auf das Argument von Frau Lengsfeld einzugehen. Und zwar also vielleicht, Herr Bobo, sehr gerne. Wenn es denn so ist, dass all das, ich habe den Artikel selber nicht überprüft, häufig machen wir Faktenchecks, wenn wir gerade Menschen einladen in diese Sendung. Wenn es so ist, wie Frau Lengsfeld es sagt, dass da sozusagen ein Fakt nach dem anderen aneinandergereiht falsch ist, dann muss man das doch irgendwie benennen. Reicht denn das? Ich finde das Beispiel Sebnitz ganz spannend, das Sie gesagt haben. Ich habe mich auch sehr damit beschäftigt. Es ist ja auch eine Untersuchung hinterher gemacht worden, wieso das eigentlich passiert ist. Den Artikel von Herrn Willenweber habe ich gelesen. Und ich habe kommen zu ganz anderer Meinung als Sie, weil ich der Meinung bin, auch dass der Stern ein sehr seriöses Medium ist. Nehmen wir mal Sebnitz. Das ist deswegen sehr interessant. Das ist ein kollektives Versagen der Presse. Und zwar ein kollektives Versagen der Presse, das wir hinterher dann auch festgestellt haben, woher es kam. Das kam eben, die Bild-Zeitung hat das berichtet.
Und dann ist die gesamte übrige Presse schnell draufgesprungen, weil sie gesagt haben, wir dürfen etwas nicht verpassen. Bis hin zu der ja so sehr seriösen FAZ, die auch mit übernommen hat, ohne genug zu recherchieren, was da passiert ist. Herr Biedenkopf ist mit dem Hubschrauber hingefahren. Herr Schröder hat dann ist etwas schon, der war schon ein bisschen vorgewarnt worden. Achtung, der hat die Mutter dann aber nicht mehr mit Fotografen empfangen. Aber da merkte man plötzlich, hier Leute so hinterher. Und das ist das Wichtige dabei, hat die Presse sich ja auch dafür entschuldigt. Und das finde ich ganz wichtig. Sie hat klar gemacht, wir haben hier versagt. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass die Presse auch dann sagt, hier das gibt es die Entschuldigung. Aber sie hat offensichtlich nichts daraus gelernt. Herr Radke? Denn dieses Muster wiederholt sich in der Berichterstattung. Und das wiederholt ständig. Sich auch bei Ihnen. Ja? Sie haben zum Beispiel Anfang November einen Artikel geschrieben, Linke für Trump, Sie bloggen ja, was ich grundsätzlich begrüße. Das wird sehr weit verbreitet auf vielen anderen Plattformen und Sie bloggen. Und in diesem Artikel stehen einfach absolute Unwahrheiten. Zum Beispiel, dass Susan Sarandon und Matt Damon Trump unterstützen. Also ich habe das alles verlinkt. Quelle ist eine nachgewiesene Fake News, das heißt Falschberichterstattung. Das ist ein Scherzartikel gewesen. Also, Sie haben sich verlassen auf einen Scherzartikel. Lobo, und die Kommentare, die das gesagt haben, sind beide gleich. Und jeder kann sich dieses Interview angucken. Eben, und ich glaube nicht, dass da eine Puppe saß, sondern da saß Susan Sarandon. Eben, auf, richtig, so, also, absolut. Also, nur dass der Artikel, auf den Sie verlinken, da sind Sie drauf reingefallen. Ebenso wieder. Wir haben heute die Situation. Beide gleichzeitig redend macht keinen großen Sinn. Da kann sich jeder informieren. Der Artikel steht. Ich habe ihn mir angeschaut. Es gibt bei Susan Sarandon ist es zweifelhaft. Bei Matt Damon ist offensichtlich die Quelle gar nicht er. Der Link, den Sie da mit angefügt haben, führt zu einem Interview, das nicht von ihm ist. Und da kann man dann sagen: Gut, aber das ist erstmal verbreitet. Dann ist es in der Welt. Aber Sie korrigieren es ja nicht mal. Ich habe Sie noch nicht. Sie korrigieren Ihre Fehler nicht. Sie ignorieren Ihre Fehler. So. Sie schalten nicht mal die Kommentare frei. So, Herr Fowe. Das werden Sie dann morgen tun können. Ich würde gerne. Morgen können Sie das ja habe ich. Herr Fowe. Also, wenn ich Fehler gemacht habe, dann. Sie sind Medienwissenschaftler. Was mich interessiert, ist die Frage, weil jetzt auch Herr Radke am Anfang gesagt hat, er ist nicht alleine. Es sind 100.000, es sind Millionen mit diesem Misstrauen gegenüber den Medien. Das ist wirklich ein Punkt, da lese ich mal so eine Studie und mal so eine, um selber auch die Frage beantwortet zu haben, haben die etablierten Medien, also ARD, ZDF, die Zeitungen, die großen Markenzeitungen sozusagen, haben die tatsächlich in den letzten Jahren dramatisch an Vertrauen eingebüßt? Von einer Vertrauenskrise kann meines Erachtens überhaupt nicht die Rede sein. Also wir haben sozusagen, aus den Umfragen wissen wir, wir haben über die Jahre hinweg stabil in etwa die gleiche Verteilung. Ja. 40-60, 40% trauen den Medien, 60% trauen den Medien wenig oder gar nicht. Das heißt, das ist ein altes Phänomen. Die Mehrheit ist skeptisch. Aber das ist ja auch gut so. Also wir wollen ja nicht, dass alle Bürger sozusagen jetzt vorbereiten, behaltlos Herrn Wickert folgen oder Frau Maischberger folgen. Ich finde das schon richtig. Ja. Ich habe gar nichts dagegen. Aber dennoch von oben ist das vielleicht nicht so gut. Also das ist auch, also diese 60-40 ist ganz gut. Bei manchen Themen geht es hoch. Ukraine-Krise zum Beispiel, ist die Glaubwürdigkeit geringer. Bei manchen Medien geht sie natürlich, ist die Glaubwürdigkeit wieder höher. Bei öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der steht vorne. Aber insgesamt kann man sagen 60-40. Das heißt also, das, was Herr Radke beschreibt, ist zwar einerseits richtig, aber es ist andererseits kein neues Phänomen, das Misstrauen. Kein neues Phänomen, aber was sozusagen in der Tat neu ist, es gibt sozusagen, wenn man so will, innerhalb dieser Skeptiker, in der Mehrheit der Skeptiker, gibt es einen harten Kern. Einen harten Kern, zu dem auch Herr Radke gehört. Das sind diejenigen, die sich auch tatsächlich in den Umfragen zum Vorwurf der Lügenpresse oder zur Position der Lügenpresse bekennen. Ja. Die sagen, ja, da ist Lügenpresse. Ja. Und dann gibt es nochmal die Ultras, die wir hier auch gesehen haben, die sich auch öffentlich dazu äußern. Also sind die das sind die Gewalttätigen auch? Die nicht unbedingt Gewalt, also so weit will ich nicht gehen, aber die dann auch mal sagen, Lügenpresse, halt die Fresse. Gut, es gibt also die dann schon... Naja, aber es ist sehr pronunziert. Das sind, auch mit mal die Zahlen eben noch, also 12%, etwa 12% der Bevölkerung bekennen sich zu der Lügenpresse und 1-2% demonstrieren das auch noch aus. Darf ich das an einem Thema diskutieren? Dürfen Sie das und zwar natürlich dürfen Sie das, solange keine Gewalt.
Gewalt angewendet wird. Es gibt Politiker, nein, die sagen, kann jeder seine Meinung sagen, aber Sie haben doch völlig recht. Aber ich habe da nur mal versucht einzuordnen. Ich möchte trotzdem gerne das an einem Thema diskutieren, wo das auch von Ihnen in dem Interview gesagt wurde. Ein Punkt, an dem sehr viele angefangen haben, die Medien sehr kritisch zu sehen, war die Berichterstattung über die Flüchtlingskrise. Mhm. Und da gibt es tatsächlich eine neue Studie, über die ich gerne reden wollte, mal Sie einen klaren Befund herausfindet, wie berichtet wurde. Selbst jahrelang Zeit- und Spiegel-Journalist, eine Koryphäe eigentlich auf seinem Gebiet, wenn der sagt, 82% der Berichte waren positiv, dann scheint ja darin begründet zu sein, dass Herr Rath gerecht hat. Sie haben etwas berichtet, was an der Realität, die die Menschen erlebt haben, völlig vorbeiging? Mhm. Also die Studie ist schon sehr, sehr wertvoll. Sie ist noch nicht publiziert. Wir können das noch nicht überprüfen. Wir müssen also ein bisschen vorsichtig sein. Soweit ich weiß, beziehen sich die 82% auf die Artikel, in denen das Schlüsselwort Willkommenskultur kommt. Also nicht alle Berichte. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber diese Feinheiten müssen wir mal weglassen. Also was aus der Haller-Studie, aber auch aus anderen Studien hervorgeht, wir haben bis zum September 2015 eine sehr, sehr positive und sehr einheitlich konsonante Berichterstattung. Danach nicht mehr? Da gibt es einen Punkt, an dem die Sache kippt, sowohl die Bevölkerungsmeinung als auch die veröffentlichte Meinung. Ich führe das darauf zurück, ich kann mich noch erinnern, irgendwann im September stand plötzlich bei mir in der Küche die 1 Million. Also jetzt in Form in der Zeitung, beim Frühstück. Aber da stand plötzlich die 1 Million im Raum. Und da fingen auch alle an zu fragen, wie soll denn das gehen? Wie ist denn das zu schaffen? Das war der Punkt, an dem die Bevölkerung Silvester und die Veröffentlichung gemacht. Und Silvester kam Silvester noch dazu. Nein, nicht Silvester, sondern im September 2015. Und Silvester kommt dann der nächste Schub. Das war ein echtes Die Frage ist aber tatsächlich, warum so viele Kollegen offensichtlich positiv berichtet haben. Herr Lowe, haben Sie darauf eine Antwort, warum so viele Journalisten, jetzt sage ich mal, unvorsichtig euphorisch berichtet haben? Ich würde nicht euphorisch sagen, aber ich würde schon sagen froh. Und natürlich muss man in dem Kontext sehen, dass auch Journalisten so eine Empfindung haben für die Gesellschaft zum einen und zum zweiten auch Kinder ihrer Zeit sind. Und in dem Moment war in Deutschland, nach dem, was ich in meinem Umfeld gesehen habe, aber das zählt vielleicht nicht so sehr, aber auch in dem, was ich in sozialen Medien, die habe ich sehr intensiv beobachtet, gesehen habe, da war eine allgemeine Freude darüber, dass in einem Land mit der Geschichte von Deutschland Kriegsflüchtlinge, ganz offensichtliche Kriegsflüchtlinge, gleichzeitig hat man die Bilder aus Aleppo gesehen, ganz offensichtliche Kriegsflüchtlinge positiv begrüßt werden können. Und die Freude darüber kann ich nachvollziehen. Ich glaube auch, dass das als Phase betrachtet werden muss, so wie fast jede Berichterstattung verschiedene Phasen hat. Will sagen, dass es über ein paar Wochen eine tendenziell positive Berichterstattung gab und man versucht hat zu sagen, ja, wir müssen mit dieser Situation zurechtkommen oder wir schaffen das, ein völlig normaler Satz aus meiner Sicht, der skandalisiert wird. Das halte ich für normal und ich halte es für ebenso normal, dass man natürlich auch die negativen Punkte berichtet. Und da ist der Hinweis sehr wichtig, dass es eben nicht um alle Artikel geht, sondern um Artikel mit dem Begriff Willkommenskultur. Wenn man alle Artikel betrachtet, dann gab es durchaus von Anfang an auch kritische Artikel und kritische Stimmen auch in den großen Medien. Moment, erstmal eine Gegenrede und zwar von Frau Lengsfeld, weil ich weiß von Ihnen, dass Sie sagen, die Berichte sind deshalb so, weil die Mehrheit der Journalisten grün oder links eingestellt ist. Das heißt, die fanden eine Situation vor, die sie gut fanden und deshalb haben sie gesagt, toll, wir finden es toll. Ja, das ist ja nun ein offenes Geheimnis. Es gibt mehrere Studien darüber, dass die Journalisten mich mehrheitlich grün links verorten. Das ist weit über die Hälfte, fast an die 80%, selbst in der Welt, dem Flaggschiff des konservativen Journalismus, die sie mal war, sind inzwischen über um die 40% Journalisten, die sich grün verorten. Ja. Ja, das stimmt und das wäre an sich kein Problem, wenn sie ihr Handwerk ordentlich machen würden und würden die professionelle Distanz zu den Ereignissen. Und das haben sie verloren bei den Flüchtlingen, glauben Sie? Das ist bei der Berichterstattung aus meiner Sicht verloren gegangen. Und nicht normal fand ich, dass die Kritiker, die es auch gab, auch schon in einer sehr frühen Zeit, ich erinnere an Professor Barbarowski, dann sofort als Nazi bezeichnet worden sind. Also ich finde, eins ist ganz wichtig. Erstens möchte ich sagen, es ist meines Erachtens egal, wo sich ein guter Journalist verortet,
sondern habe ich auch gesagt. Das ist völlig egal, wo sich verortet. Aber eins ist etwas, was wir vielleicht mal beachten müssten. Sie haben es eigentlich angesprochen auch schon. Die Berichterstattung in Deutschland ist ganz anders gewesen als die Berichterstattung in vielen anderen europäischen Ländern. Warum? Es hat mit unserer nationalen Identität zu tun, mit unserer Geschichte. Dass wir heute sagen, wir haben aufgrund der Lehren, die wir aus unserer Geschichte, nämlich dem Dritten Reich, ziehen müssen, die Verpflichtung, uns human zu zeigen. In Frankreich war eine große Ablehnung, auch in der Presse, so dass man auf einem französischen Magazin sogar Frau Merkel zeigte mit, warum ist sie keine Französin? Das heißt, es wurde von dort bewundert, was wir hier in der Gesellschaft empfinden können, dass wir hier Humanismus ausdrücken können. Aber später dann auch kritisiert, so ist es nicht. Die Politiker. Die Politiker haben es kritisiert. Aber warum? Die Franzosen haben nicht diese Vergangenheit, die wir haben. Und deswegen berichten sie auch anders. Ich möchte noch mal nachhaken. Da ist eine Menge aufgelaufen. Das Vertrauen der Medien, dass das sich stört, das sieht man auch daran, dass die Auflagen fast sämtlicher Zeitungen steil bergab gehen. Jetzt könnte man sagen, okay, das hat auch damit zu tun, dass sich viel aufs Netz verlagert. Das beklagt ja Herr Lobo irgendwo auch gleichzeitig wieder. Also von daher, ich finde das, Moment, lassen Sie mich bitte ausreden. Weiterhin geht es jetzt darum, dass praktisch diese Richtigstellung, da hatten wir vorhin noch mal, die fallen aus meiner Sicht, es gibt sie, die Entschuldigung und die Richtigstellung, aber sie fallen immer extrem klein aus im Verhältnis zu dem, was vorher aufgebauscht wurde. Kurzes Beispiel noch mal, wo damals beim Einjährigen von Pegida Herr Pirici da seine sehr etwas unselige Rede gehalten hat, die nicht mal angemeldet war, insoweit in dieser Form. Und er hatte dann praktisch sich auf eine gewisse Einlassung praktisch da so ein bisschen versteigert, sage ich mal so. Ich hätte dieses Wort KZ überhaupt nicht in den Mund genommen. Und das passt einfach nicht jetzt hier in diese Zeit rein. Und es wurde aber von den Medien sofort so dargestellt, als hätte dieser Mann gesagt, dass alle Flüchtlinge ins KZ gehören. Es wurde nachher durch die Medien dann richtiggestellt. Man ist wieder zurückgerufen. Sie mussten es gab Prozesse darüber. Schon wieder Moment, lassen Sie mich doch. Ja. Sie müssten mal selber aus Ihrer Opferrolle rauskommen. Und das würde ich Ihnen mal vorschlagen. Greife Sie gerade an. Moment, das ist jetzt nicht opfertypisches Verhalten. Doch, das ist ein opfertypisches Verhalten. Ja, dann haben wir unterschiedliche Definitionen von Opfer. Was halten Sie denn von Galgen bei solchen Demonstrationen? Finde ich katastrophal. Bei TTIP genauso wie bei Pegida. Und davon, wenn die Linken das machen? 1997 hing Rüttgers, hing Kohl und hing Weigel bei einer linken Demonstration als Puppen am Galgen. Totale Katastrophe. Prima, aber dann sind wir doch endlich mal einer Meinung. Aber Sie reden doch den Pegida-Galgen ganz klein. Sie haben sogar wörtlich gesagt, der war nur so groß. Ich habe gesagt, der war 1,20. In dem Falle waren die Medien nicht böse. Sie haben tendenziell berichtet. Sie haben diesen Galgen anders dargestellt, wie er war. Und haben ihn zum Inhalt der Der Chef der Berliner AfD. Ich würde das gerne vom Galgen wegbringen, nämlich genau zu diesem. Kann ich mir vorstellen, dass er das wollen. Ich würde trotzdem gerne eines aufgreifen, also weil wir wollen ja auch ein bisschen Spurensuche betrachten. Und zwar die Frage: Sie haben gesagt, also die Berichterstattung bis dahin war so, wie sie war. Die wirklich interessante Frage und auch was uns ja häufig erreicht ist: Warum stellt ihr die Wahrheit oder die Wirklichkeit so dar, wie ihr es tut? Seid ihr eben, wie es einer eben auf Facebook geschrieben hat, der verlängerte Arm der Politik? Das würde ich mal gerne wissen. Der Einfluss der Politik auf diese Berichterstattung. Gibt es dazu irgendwelche Erkenntnisse? Noch ein Punkt mit dem Konsens der Medien, um mal deutlich zu machen. Ich meine, auch die Bild war mit dabei. Also die Bild, die 1990 eine ganz andere Asylbewerberpolitik gemacht hat, war im letzten Jahr massiv dabei. Sie hat auch eine Kampagne gemacht. Hier war schon der Konsens der Medien schon deutlich zu sehen. Und Leute wie Herr Radke haben sich nicht mehr wiedergefunden. So. Aber warum haben die Medien den Konsens gehabt? Sie haben sie in den sozialen Netzmedien sozusagen jetzt tatsächlich dann auch wechselseitig bestätigt. Haben sich die Journalisten von Angela Merkel instrumentalisieren lassen und dieses Wir schaffen das
als politischen Befehl quasi weiterverbreitet. Das geht nicht. Das sind also alle diese Verschwörungen und da irgendjemand, der die Marionetten zieht, der ist ja völlig abstrus. Also bitte, wir haben das doch jetzt gerade kürzlich erlebt. Darf ich also vor längst, darf ich den Gedanken in seiner ganzen Blässe geben? Dann können Sie, kann er den Gedanken zu Ende führen? Frau Lengsfeld, ich wollte nur ein Beispiel geben, lassen Sie ihn den Gedanken, weil er das für völlig absurd erklärt hat. Erstmal den Gedanken zu Ende führen und dann kommen Sie mit Ihrem Beispiel. Dann wollte ich ein Beispiel für solche Abstrusität geben, was tatsächlich passiert ist. So, kommen Sie sofort. Hier ist, natürlich ist ein enges Netzwerk zwischen Verbandsvertretern, Parteipolitikern, Journalisten, Wissenschaftlern, Verwaltungsexperten. Das sind enge Netzwerke, von denen wir regiert werden. Das sind Elitennetzwerke. Das ist, ist völlig klar. Wie soll denn auch anders gehen? Aber dass da ohne wozu brauche ich die Atlantikbrücke als Vorgabe, wie die Politik in den Medien wiedergegeben werden muss? Weil es auch eine Kommunikation in die Elite geben muss, um hier vernünftige Lösungen durchzusetzen. Vernünftige Lösungen, dagegen haben wir alle nicht. Ich würde jetzt gerne das Beispiel bringen. Bitte. Einmal ein Beispiel. Ja, also wenn unser Justizminister Heiko Maas den ersten Entwurf eines angeblichen Verbotes von Kinderehen, jedenfalls stand das in der Überschrift, an den Spiegel gibt, mit der Bitte um geneigte Berichterstattung. Und der Spiegel dann auch Bericht erstattet. Und es einem Mann in Hamburg... Haben Sie denn einen Beleg dafür, dass er das an den Spiegel... Ein Mann, Joachim Steinhöfel in Hamburg, hat gemerkt, dass dieses Gesetz im Grunde genommen kein Verbot von Kinderehen ist, sondern auf die Legalisierung von Kinderehen hinausläuft. Das hat an den Spiegel mit der Bitte um geneigte... Das ist ein schwerer Vorwurf. Können Sie den belegen? Das hat... in den Medien gestanden, wenn ich das richtig... Oder im Internet vielleicht? Nee, jetzt also jetzt mal im Ernst, das müssen Sie schon, wenn Sie sagen, dass ein Justizminister dem Spiegel etwas gibt und sagt, bitte berichtet so, Ich korrigiere mich. Der erste Entwurf des Justizministers ist an den Spiegel gegangen. Der Spiegel hat berichtet, als gäbe es kein Problem mit diesem Entwurf. Und ein Rechtsanwalt in Hamburg, Joachim Steinhöfel, hat bemerkt, dass dieser Entwurf eigentlich auf eine Legalisierung der Kinderehen hinausläuft, hat das problematisiert. Daraufhin wurde erklärt, das wäre nur ein erster Entwurf und das käme ein neuer. Ja, aber das ist aber gut. So funktioniert doch Öffentlichkeit. Der eine sagt das, der andere kommt dagegen und sagt, nein, das funktioniert. Ja, aber warum? Warum hat das Sturmgeschütz der Demokratie das nicht bemerkt, dass mit diesem Entwurf was nicht stimmt? Ja, dann hat da jemand passiert. Aber die wichtige Frage ist genau die der Steuerung. Also die Einschätzung einer Tatsache ist das eine, aber ob quasi jemand versucht, da zu diktieren, ist ein schwerwiegender Vorwurf und den muss man, glaube ich, belegen, wenn man ihn erhebt. Aber vielleicht haben Sie einen Beleg. Ich würde gerne das auf eine andere Ebene bringen und zwar würde ich gerne mit Herrn Wickert darüber reden, weil, und zeige aber einen kurzen Film davor, die Debatte darüber, ob Journalisten auch Politik machen wollen, die ist wirklich auch nicht neu. Und es gibt einen jungen Ulrich Wickert, der sich darüber schon 1975 ausgelassen hat. Also für alle, die das noch wissen, natürlich war das eine Politmagazin eher rechts konnotiert, das andere eher links. Also stimmt das, Journalisten haben eben auch vor, nicht nur zu berichten, sondern auch Politik zu machen. Also wir haben, das war schon seit den 70er Jahren. In den 70er Jahren war die Lage auch noch etwas anders. Sehr interessant war eben der eine Zwischenschnitt. Kenner wussten, was ich über Report sagte. Dann sah man nämlich den damaligen Reportchef Klaus Stephan zwischengeschnitten. Vielleicht ist das beste Beispiel die Sendung Kennzeichen D gewesen. Mhm. Von der man eigentlich doch sagen konnte, Löwenthal war derjenige, der da wirklich Politik machen wollte. Das ist gar keine Frage. Das war aber das ZDF-Magazin mit Löwenthal. Genau. Nicht Kennzeichen D. Entschuldigung. Das war Rudolf Wagner. Sie waren zu der Zeit in der DDR, muss man sagen, haben aber eben... Absolut. Ich kann vielleicht, wenn ich es kurz einwerfen kann, dass gerade zu DDR-Zeiten, weil ich zu dem Zeitpunkt noch DDR-Bürger war, hat im Prinzip diese ARD, ZDF, was wir ja in Berlin empfangen konnten... Dresden wurde es ein bisschen schwieriger, genau diese Rolle gespielt.
positiver Weise, die jetzt die Netzmedien spielen. Das kann man aber wahrscheinlich nur verstehen, wenn man beide Systeme erlebt haben. Wir haben aus meiner Sicht diese Gleichschaltung damals erlebt bei Aktuelle Kamera, erste, zweite Programm Ostfernsehen, Radioprogramme, sämtliche Printmedien, alles gleichgeschaltet. Nicht so krass, wie es heute ist, muss ich natürlich sagen. Man muss immer differenzieren. Und man hat dankbar aufgenommen, dass man die Möglichkeit hatte, die Fernbedienung umzuschalten und auf ARD und ZDF sich die Gegenmeinung zu holen. Herr Lobo, Moment. Ich habe mir aus beiden eine neutrale Meinung gebildet. Ja. Ich habe nicht unvoreingenommen dem Westmedien geglaubt und schon gar nicht den Ostmedien. Und genauso, Herr Lobo, mache ich das heute auch. Das heißt, ich werde nach wie vor ARD und ZDF und auch private Sender, die auch mal sehr gute Sachen bringen, ja, was politische Dinge angeht, werde ich mir anhören, ansehen, für mich werten, werde aber auch gleichzeitig ins Netz gehen, ob es Tischis Einblick ist, ob es Ach gut ist, ob es Junge Freiheit ist, gucken ob es Jung und Naiv ist. Es gibt da viele Beispiele, darf wo ich? Man sich, Moment noch, ja. wo man sich praktisch alternativ informieren kann. Das Wichtige ist, dass man weder den einen noch den anderen unhinterfragt alles glaubt, sondern für sich selber persönlich aus den Erlebnissen, die man hat und die man find praktisch... Finde ich aber sehr gut. So. Genau, ich das sehe ich. Ich habe mich jetzt nicht in eine Opferrolle begeben. Ich würde, ich würde wahnsinnig gerne auf die Rolle der sozialen Medien gleich zu sprechen kommen, aber ja. es hängt eben noch, und das muss ich jetzt schon nochmal aufgreifen, dieses Gleichgeschaltete. Das ist erstens ein großer Vorwurf auch von Ihrer Seite. Und das Zweite ist eben, aber inwieweit trifft es denn zu, dass eben Journalisten Politik machen wollen? Die Beispiele in diesem Jahr sind ja zahlreich. Der Brexit, der Trump-Erfolg. Dann haben wir die Silvesternacht, wo auch am Anfang eben nicht so berichtet wurde, jedenfalls nicht am... Die Presse war sehr viel besser als die Polizei. Ist die Presse auf dem einen Auge blind? Können Sie es nicht besser? Oder sehen Sie nur das, was Sie sehen wollen? Oder wollen Sie Politik machen? Das also, ist ja die wirklich wichtige Frage. Es ist sicherlich so, dass, wie Schröder damals sagte, zum Regieren brauche ich Bild und Fernsehen, dass er sich gesagt habe, ich habe hier zwei... Wildbamsen-Glotze. Heute differenziert er das ein bisschen. Dass er gesagt hat, ich brauche gewisse Medien dafür, dass ich überhaupt regieren kann. Wenn ich mich daran erinnere, in den 60er, 70er Jahren, oder besonders nachdem die CDU die Macht verloren hatte, da begann es ja dann zu sagen, das Fernsehen hat dazu geführt, dass wir die Macht verloren haben. Da waren die ARD, diese ganz linken Bursche und so weiter. Konservativ, ja. Das ZDF ist ja gegründet worden von Adenauer, das ging dann nicht mehr, aber es wurde gegründet sozusagen von der CDU als politisches Gegengewicht gegen die ARD. Stimmt das denn heute noch? Das ist ja die wichtige Frage. Das ist ja das, was Herr Radke Ich möchte hier auch. Mal ganz kurz, weil sonst ich quasi platze. Haben Sie hier ernsthaft gerade im deutschen Fernsehen behauptet, die Gleichschaltung heute sei krasser gewesen als in der DDR? Ja, war das also, ich habe gesagt, es ist nicht so schlimm, wie es damals in der DDR okay, war. Dann habe ich ja das als Frage richtig formuliert. Aber trotzdem würde ich Sie wirklich bitten, noch mal einfach auf Wikipedia, Sie sind ja großer Fan des Internet, nachzulesen, was Gleichschaltung wirklich bedeutet. Und dieses Wort, das im Nationalsozialismus geprägt worden ist, eine Idee bedächtiger zu verwenden und vielleicht nicht so mit dem Salzstreuer, ebenso wie Lügenpresse, das kann man genauso sagen. Fangen Sie doch mal an zu begreifen, dass Sie hier vor einem Millionenpublikum sitzen und ernsthaft die Geschichte erzählen, dass diese Gleichschaltung Ihre Meinung unterdrückt. Fangen Sie doch mal an zu merken, was das für eine Widersinnigkeit sich in sich darstellt. Es kann doch nicht sein, dass Sie das nicht begreifen. Vielleicht sollten Sie mal merken, dass Sie sich permanent versuchen, intellektuell zu überhöhen. Ja, also das ist mein Eindruck, den ich bei Ihnen habe. Und ich kann Ihnen natürlich haben meine Schwäche sofort erkannt. Aber das ist gut. Und ich möchte Ihnen natürlich auch antworten. Und zwar, wo Sie sagen, wo nehme ich denn die Gleichschaltung her? Oder zumindest die Tendenz dahin. Dann nehmen wir mal zum Beispiel die Berichterstattung über Russland und über die USA. Und sagen wir mal, jeder, der ein bisschen wirklich aus einer Mitte raus sieht, der sieht, dass doch Putin, Russland bedeutend, sagen wir mal, schlechter dargestellt wird, als es die USA Sie glauben, dass Sie die Mitte sind? Moment.
Ich denke schon, dass ich die Mitte der Gesellschaft darstelle. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie in mir einen Rechtsextremen erkennen können. Das finde ich mutig. Ich weiß, dass Sie, das wollte ich gerade sagen. Ja. Ich weiß, dass Sie jeden Pegida-Spaziergänger, sage ich mal, als Latent-Nazi erkennen. Latenz, mit Z. Latenz, ne, ja. Umso besser. Und dass praktisch die Sache nämlich so ist, dass ich der Meinung bin, dass man nicht etwas... Sie haben sich so herrlich ausgedrückt, danke, dass Sie praktisch andere Meinungen unterdrücken wollen, indem Sie sie bekämpfen mit durch... Ich finde, ich muss jetzt mal an einer Stelle... Muss ich das jetzt Zitat mal, entgleitet Ihnen mal ein das bisschen. Entgleitet mir. Ich müsste darf noch ich, mal die, darf ich die beiden ja. Herren... Ich finde, ich glaube, dass die Emotionen, die sind natürlich da, wenn Sie gleichgeschaltet sagen und Lügenpresse, das sind Begriffe, die gerade eben zuletzt in den Diktaturen verwendet worden sind. Deswegen ist Herr Lobo provoziert und Herr Lobo wiederum hat in der Tat die Pegidisten als Latenz-Nazis bezeichnet. Also wir nehmen das jetzt einmal so hin, aber die Objektivierung vielleicht, Herr Fowe, können Sie uns da wieder helfen? Ich finde es an dem Beispiel Russland ja nicht schlecht. Naja, wenn man die Frage das ist natürlich, ob Sie wirklich ernsthaft meinen, dass die deutsche Medienlandschaft sozusagen von der NATO oder von den USA ferngesteuert wäre, um sozusagen gegen Putin in Schach zu bringen. Das habe ich nicht behauptet. Nein, nein, aber gerade war ja sozusagen... Ich habe gesagt, ich stelle es fest. Ja, ich habe doch nachgefragt, Frau Lengsfeld. Vielleicht darf ich das nachfragen, ob er das... Das ist ja in Ordnung, dagegen gibt es nicht. Wer schaltet denn die deutsche Medienlandschaft gleich? Wenn ich das wüsste... Dann würde ich wahrscheinlich in einer ganz anderen Position hier sitzen. Ich kann nur sagen, was ich feststelle. Ich bin Zuschauer bzw. Konsument der Medien. Und ich stelle fest, dass zum Beispiel beim Wahlkampf Trump-Clinton eine eindeutige Positionierung zu Clinton stattgefunden hat. Mhm. Da wurden Banalitäten von Haar und was weiß ich. Darf ich Sie kurz unterbrechen? Selbstverständlich. Allein die Berichterstattung über Trump war nicht unbedingt negativ. Wir haben sie nur negativ empfunden. In dem Moment, in dem jemand wie Herr Trump diese Dinge behauptet, die der gesagt hat, ich kann durch in New York jemand erschießen und werde nicht dafür bestraft. Wenn Sie das nur sachlich senden, wird jeder das als furchtbar kritisch gegenüber Herrn Trump empfinden. Aber er hat solche Sachen, wenn er sagt, ich baue eine lang hohe Mauer gegen Mexiko und die müssen das bezahlen. Das ist eine sachliche Berichterstattung, nur wirkt die auf uns natürlich gleich ganz sehr, sehr kritische Berichterstattung, weil wir sagen, der Mann ist nicht ganz beisammen. Aber er hatte, Moment, um das aufzugreifen, da kommen die sozialen Medien mit ins Spiel und deswegen würde ich gerne auf ein Phänomen kommen und auch mit Herrn Lobo gleich darüber sprechen. Und zwar nehmen wir das am Beispiel Trump, ein Mann, der sozusagen direkt mit seinen Anhängern spricht und zwar per Twitter. Die Frage ist, ob das, was in den sozialen Medien dann verbreitet wird, auch gleichzeitig wahrer ist als das, was in den sogenannten etablierten Medien ist, am Beispiel Trump. Immerhin 16,3 Millionen, das sind mehr als die Tagesthemen haben. Das ist doch sehr erfolgreich. Und er spricht direkt, da kommt, man sitzt nachts, das hat ein Kollege gerade so schön bei uns formuliert, sitzt so nachts in deinem Wohnzimmer, es macht Pling und Herr Trump spricht direkt mit mir. So muss doch Politik eigentlich sein. Nein, das ist absolut furchtbar. Also warum? Ich finde Twitter, da kann man ja nur sozusagen so etwas hinwerfen, ohne tieferen Gang. Also insofern muss Politik nicht so sein. Und das gerade, was da in Amerika passiert ist, es ist ja nicht nur Twitter, sondern alles, was dann zum Beispiel über Facebook läuft. Das sind die wirklich gefährlichen Dinge, denn es werden Lügen transportiert. Und dann kommen das ist wirklich, das können Sie besser erklären als ich, diese Algorithmen, die dazu führen, dass Ihnen immer das zugespielt wird, was Sie selbst positiv finden. Man nennt das ja nachher, Sie sind in einer Echokammer. Es kommt immer nur Ihre Meinung oder Lügen zu Ihrer Meinung. Und Sie nehmen das auf und glauben nachher, das ist richtig. Das ist doch wahnsinnig gewesen, dass in Mazedonien in einem Dorf Leute saßen, die Lügen produziert haben, auf Facebook gesetzt haben, über ganz rechtsradikales Zeug für Trump,
Warum? Weil es Klicks gegeben hat und dadurch haben die Geld verdient. Wie ist das, Herr Lobo? Sie beschäftigen sich damit. Sie haben uns heute ein Beispiel mitgebracht. Das betrifft auch Russland. Man sagt immer, es gibt sozusagen zwei Welten. Die einen leben in der einen Welt. Wenn man sich nur noch über soziale Medien informiert, kriegt man das mitgespielt. Und die anderen leben in der anderen Welt. Am Beispiel, was haben Sie dabei? Ja, erstmal das Prinzip, von dem hier die Rede ist, das wird Filterblase genannt. Und das wird tatsächlich über die sozialen Medien begünstigt. So. Das bedeutet, man bekommt zunehmend Artikel, die so aus dem eigenen Meinungsumfeld sind, reingespielt. Und da ergeben sich auf einen und den gleichen Sachverhalt ganz unterschiedliche Perspektiven. Und das Gefährliche sind überhaupt nicht die unterschiedlichen Perspektiven. Die gibt es nämlich schon immer und die sind legitim und richtig. Das Gefährliche ist, dass sich das ganz eindimensional zuspitzt. Das bedeutet, am Ende hat man fast nur noch eine Perspektive, die einem medial präsentiert wird. Das ist jetzt nicht nur die Schuld von Facebook, sondern das ist auch eine Art Spiegel der Leute selbst. Das muss man dazu sagen. Ja, das ist nicht immer das böse Facebook schuld. Das sind schon Mechanismen, aber ich habe hier ein Beispiel hier Russland vorbereitet. Russland stationiert Raketensysteme im Baltikum. Die Balten, hier Süddeutsche Zeitung auf der linken und das Kontra-Magazin auf der rechten Seite. Richtig, links und rechts ist jetzt zufällig gewählt. Das ist nicht ganz zufällig gewählt. Gut. Auch die blaue Hintergrundfarbe vom Kontra-Magazin ist jetzt nicht unbedingt total zufällig gewählt politisch, sondern natürlich eine sehr geschickte Andeutung von mir. Auch das Grau, was hier für die klassischen Medien in seiner ganzen Lebendigkeit steht. Was sagt uns dieses Beispiel? Dieses Beispiel zeigt uns, dass auf der einen Seite die Position der Balten eingenommen wird, die nachvollziehbarerweise Angst haben, wenn Raketen stationiert werden in unmittelbarer Nähe. Sie sagen und nachvollziehbarerweise. Genau. Und auf der anderen Seite jemand das als Gegenmaßnahme bezeichnet, als Reaktion, wie sich Russland selbst verteidigt. Das Problem, was dahinter steht. Ich wollte gerade mal sagen, also bis dahin war es früher auch schon so. Wer sich links orientieren wollte, las die Süddeutsche oder die Taz. Wer sich rechts orientieren wollte, las eben dann die Welt oder die FAZ. Absolut. Oder den Bayern-Kurier. Und jetzt kommt dieses Problem dazu, dass in klassischen Medien, auch der klassischen Medienlandschaft, ein Ausgleich versucht wird. Will sagen, Sie finden in der Süddeutschen Zeitung früher oder später auch einen Artikel, der versucht, das von der anderen Seite zu beleuchten. Sie werden aber in Medien wie diesem hier niemals einen Artikel finden, der das von der anderen Seite beleuchtet, sondern da ist ein sehr zielgerichteter, einseitiger Meinungskanal entstanden, der über die sozialen Medien eine weitere Verdichtung dieser Filterblase verursacht. Aber was Herr Radke gerade sagt, er nutzt sozusagen beide Seiten, also einmal das Etablierte, von dem er sagt, das ist die Lügenpresse und die Sozialen, und er misstraut beiden Seiten, dann wären wir wieder auf der sicheren Seite. Da ist überhaupt nichts gegen Misstrauen, überhaupt nichts zu sagen, aber leider ist es so, und das haben wir in der Runde ja auch schon erlebt, dass häufig aus einem Misstrauen gegenüber den traditionellen Medien sofort und sehr gerne das geglaubt wird, was einem ins Konzept hineinpasst. Es gäbe viel zu sagen. Eine wichtige Sache ist Ihre Überschrift. Ihre Überschrift, das ist das gemeinsame Thema. Das ist ein ganz zentrales Element sozusagen unserer Kommunikation, dass wir noch die gemeinsamen Themen haben, über die wir uns dann austauschen und streiten können. Das ist wichtig. Also sozusagen die Filterblase ist nicht so, dass wir getrennte Themen hätten, sondern wir haben noch die gemeinsamen Themen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man sozusagen auch auf andere Meinungen stößt, ist nach wie vor auch bei Facebook sehr, sehr groß. Und also sollte auch gewünscht sein. Jetzt muss ich die Diktatorin sein, weil ich die Zeitdiktatorin bin. Wir sind am Ende dieser Sendung. Ich würde gerne mit Ihnen weiterreden, würde gerne zwei Kommentare aus Facebook trotzdem noch zu Wort kommen lassen. Der eine betrifft mich persönlich, kommt von Wolfgang Gall, wenn ich das richtig lese. Frau Maischberger benutzt der Linken das Wort, für die Linke das Wort demonstrieren. Konservative marschieren natürlich, das ist die Terminologie der Systempresse. Habe ich schon kommentiert. Ich meinte marschieren, ehrlich gesagt, ziemlich neutral. Wenn Sie es anders gelesen haben, tut es mir leid, so war es nicht gemeint. Ich bin früher auch marschiert. Und Matthias Förster sagt, deutsche Medien sind mittlerweile dermaßen political correct, dass einem schwindlig wird. Und political correctness ist bekanntlich die bucklige Verwandte der Lüge. Dieses sind nur zwei Ausschnitte bei einem Thema, über das wir sehr viel länger hätten reden können. Die Kollegen der Tagesthemen sind aber schon bereit in Hamburg. Ich sehe Karin Mioska. Was ist denn heute das Tagesthema, Karin? Ja, bei uns geht es auch, wenn man so will, um eine Frage der Glaubwürdigkeit, nur beim Verfassungsschutz. Wie konnte der islamistische Mitarbeiter, der gestern aufgeflogen ist, so lange unerkannt bleiben? Über diesen Mann werden immer absurdere Details bekannt. Eines unserer Tagesthemen jetzt. Vielen Dank. Dann gehen wir gleich rüber nach Hamburg. Aber eine letzte Frage an Ulrich Wickert.
Wenn man sieht, dass die sozialen Medien so einen großen Einfluss haben und Donald Trump möglicherweise ohne die gar nicht ins Weiße Haus gekommen wäre, ist das eine Entwicklung, die Sie neutral sehen, die Ihnen Angst macht? Seine Entwicklung, oder haben die, die alten